Wo wir gerade schon beim Euro sind, der klassische Euro hat mittlerweile rund 20 Jahre auf dem Buckel, Herr Weber-Sinke. Jetzt soll er digital werden. Eine EZB-Forschungsgruppe arbeitet gerade an gewissen Kriterien, um ihn möglicherweise bis 2026 fit zu bekommen. Was bedeutet das für den Sparer, wenn es einen digitalen Euro gibt? Und ja, will die EZB da möglicherweise auch dem Bitcoin ein Stück weit Konkurrenz machen? Oder vergleiche ich da jetzt Äpfel mit Birnen? Es sind Äpfel und Birnen, okay. Weil der Kryptomarkt ist natürlich etwas anderes. Er ist eben nicht reguliert, nicht in der Hand der Notenbanken, sondern ja, eine eigene Technologie, die weltweit hier vorangetrieben wird. Der digitale Euro ist trotzdem ein gutes Projekt, weil wir natürlich unsere ganzen Zahlungsströme digitalisieren. Die Blockchain-Technologie und anderes mehr, das hat Zukunft, überhaupt gar keine Frage. Ich glaube aber, für unser alltägliches Leben wird das nicht unmittelbar sofort wirksam werden. Gerade wir Deutschen hängen ja sehr an dem Bargeld und an dem, was wir damit auch emotional verbinden. Das liegt alles noch ein bisschen weit in der Zukunft, deshalb gehen wir lieber wieder zurück, schauen speziell auf das, was vor uns liegt, nämlich das Börsenjahr 2022, schauen auf die verschiedenen Anlageklassen. Und da fangen wir natürlich mit Aktien an, ist für viele ja auch das spannendste Thema. Es heißt so schön, Herr Weber-Sinke, der beste Einstiegszeitpunkt sei immer jetzt. Gilt das auch für 2022? Ja, also Timing ist eine alte Frage. Jeder würde gerne unten kaufen und oben verkaufen. Das ist ein alter Traum, der aber eigentlich ziemlich unrealistisch ist. Es ist schon wirklich immer jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich muss insgesamt die Strukturen halt vor mir sehen. Ich muss die Alternativen sehen, die festverzinslichen. Wir haben im Moment eine Zinsstrukturkurve der Bundesrepublik Deutschland, die vollständig im negativen Bereich ist, von 0 bis 30 Jahre. Ja, auf dieser Zinsstrukturkurve kann ich doch keine Kapitalanlage als Privatanleger aufbauen. Also das macht wirklich keinen Sinn. Dementsprechend, ja, muss ich mir die Segmente anschauen und selbstverständlich auch die Aktienmärkte für 2022. Und für mich ist heute ein Kauftag. Voraussetzung ist natürlich auch, dass die Gewinne schön steigen. Sehen Sie die Tendenz dazu, dass Gewinne steigen können? Also ist das Fundament ordentlich? Denn ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich sehe eben eher die Lieferkettenprobleme, die wir vorhin im Bereich Inflation schon angesprochen haben. Ich sehe auch Fachkräftemangel und Ähnliches. Also was führt Sie dazu zu sagen, dass ein guter Einstiegszeitpunkt jetzt ist? Ja, natürlich haben wir begrenzende Faktoren. Also die Unternehmen würden gerne mehr liefern. Mehr Fachkräfte, mehr Vorprodukte, mehr Rohstoffe, selbstverständlich. Aber diese Knappheitssituation ist ja etwas völlig Neues. Siemens hat vor kurzem berichtet von einem herausragenden Ergebnis. Das haben die in ihrer Geschichte noch nicht oft gesagt. Was heißt das? Die Menge stimmt nicht, aber die Marge stimmt. Und mit auskömmlicher Marge ohne Rabatte zu verkaufen, das ist für die Ergebnisqualität ganz, ganz hervorragend. Das heißt, es ist nicht heiße Luft, dieser DAX-Stand, den wir im Moment haben, sondern er ist wunderbar unterfüttert durch ganzjährig ansteigende Gewinnerwartungen für die nächsten Jahre. Aktien bleiben also eine wichtige, wahrscheinlich sogar die wichtigste Säule im Portfolio-Mix, Herr Weber-Sinke. Was ist mit Anleihen in diesem Zusammenhang? Und das Stichwort ist eigentlich schon gefallen, Zinsänderungsrisiken. Sind Anleihen noch geeignet, um ein Portfolio insgesamt gut zu diversifizieren? Wir brauchen auch weiter festverzinsliche, das ist gar keine Frage. Sie haben eine stabilisierende Funktion. Aber wenn wir doch komplett an der Nulllinie und darunter sind, dann haben wir keinen laufenden Ertrag. Wir können natürlich den ein oder anderen Kursgewinn vielleicht realisieren, aber Sie haben Risikofunktion, stabilisierende Funktion, ich bleibe liquide, handlungsfähig, aber Ertragsbringer sind die festverzinslichen nicht mehr. Das heißt, Anleihen sollte man nicht im Übergewicht haben. Das sagt sich so einfach, die Mehrheit unserer Mitbürger hat die Festverzinslichen im Übergewicht aus langer, langer Erfahrung heraus. Aber was wir da am aktuellen Rand erleben, das ist schon richtig, richtig heftig. Null oder sogar unter Null und gleichzeitig läuft die Inflation, das war ja unser Thema eben. Das heißt, real verlieren wir im Moment brutal. Es zerrinnt uns zwischen den Händen, was wir auf dem Girokonto haben. Umso wichtiger ist die Aktie im Mix. Für viele Deutsche auch spannend sind Edelmetalle, allen voran natürlich Gold. Da gibt es die Goldfans,
die sagen, Mensch, es müsste eigentlich viel höher stehen, das Gold, angesichts der ganzen Gelddruckorgien, die wir förmlich gesehen haben, der Notenbank. Und diejenigen, die eher bearish sind beim Thema Gold, sagen, naja, eigentlich ist es ein totes Kapital, braucht man gar nicht. Nichtsdestotrotz, der Goldpreis hat sich ordentlich entwickelt mit immer wiederkehrenden Rücksetzern. Zuletzt sogar auch eine ganz schöne Bewegung wieder Richtung 2000 Dollar. Ist das vielleicht der Anfang einer neuen Hoss, wenn alle begriffen haben, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben? Eigentlich müsste Gold ja ganz woanders stehen. Also wenn wir uns die Inflationserwartung anschauen, also wirklich auf 30, 50 Jahres Höchststand, da müsste Gold längst Richtung 3000 unterwegs sein. Die Spekulation weltweit hat sich Richtung Kryptowährungen verlagert. Wir sehen, dass Gold immer noch eine gute Basisnachfrage hat, selbstverständlich. Aber das Spektakuläre, die heftigen Ausschläge, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, in Krisensituationen, in Inflationsthemen, das ist einfach nicht mehr da. Das heißt, solide Beimischung. Aber wer das spekulative Leben sucht, der muss in die Kryptowährung. Bevor wir gleich zu den Kryptowährungen kommen, da habe ich natürlich auch noch eine Frage an Sie. Lassen Sie uns noch über Silber sprechen. Für viele ist das nicht mehr nur der kleine Bruder des Goldes, sondern ein echter, ein gleichbedeutender Bruder des Goldes. Auch vor dem Hintergrund, dass Silber oft als das grüne Edelmetall bezeichnet wird. Eine Bezeichnung, die Sie auch mögen und unterschreiben würden? Ja, also wir haben ja das Megathema Klimawandel. Mhm. Und was können wir dagegen tun? Die neue Bundesregierung, aber in Glasgow haben wir es gesehen, weltweit beginnen Anstrengungen, große Investitionen. Und dabei spielen natürlich Edelmetalle und Metalle eine besondere Rolle. Ich will jetzt keinen technischen Vortrag halten, aber Silber insbesondere brauchen wir für die neuen Technologien des neuen Energiemanagements. Apropos grün, es ist irgendwie alles nachhaltig geworden, auch in der Finanzbranche natürlich. Wir wissen das, das ist auch in den vergangenen Messen und Kongressen auch schon vor Corona-Zeiten immer wieder genannt worden. Aber mittlerweile kann man dem gar nicht mehr entkommen. Stichwort EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung etc. pp. Geht Geldanlage jetzt nur noch grün? Also nur noch nicht, aber es ist keine Liebhaberei mehr, es ist kein Nischenprodukt mehr, sondern es hat sehr an Breite gewonnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Zukunft nicht nur auf die Rendite schauen werden, sondern immer auch Richtung Nachhaltigkeit. Das Stichwort Taxonomie haben Sie erwähnt, wir wissen aber noch nicht, wie wir messen sollen. Das heißt, welche Aktien, welche Immobilien, welche meiner Investitionen haben denn welchen Fußabdruck unter Klima- oder Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, das müssen wir noch klären. Aber ich bin mir sicher, viele Anleger wollen beides wissen. Erfolg und Nachhaltigkeit meiner Finanzanlagen. Sie sind zwischendurch schon beim Thema Gold auf die Kryptoassets gekommen. Wir wollen auch darüber natürlich kurz zumindest sprechen, denn für viele Anlegerinnen und Anleger, hier und da auch für Vermögensverwalter, ist es durchaus auch ein zumindest kleiner Punkt im Portfolio-Mix geworden. Für manche andere auch größer, keine Frage. Also Bitcoin, Ethereum und Co., wie sie alle heißen. Wie gehen die von Ihnen regelmäßig ja auch kontaktierten, befragten Vermögensverwalter mit diesem neuen, immer noch neuen Thema um? Also eine ganze Reihe schauen sich das an, haben das auch schon in ihrer Allokation, jetzt nicht dramatisch, aber sehr wohl und sehr aufmerksam wird das verfolgt. Natürlich nicht reguliert, hochvolatil, also wirklich sehr, sehr spekulativ. Wir erleben ja dramatische Bewegungen innerhalb weniger Minuten und Stunden. Aber man muss schon verstehen, dass viele Mitbürger auf dieser Welt gar keine große Alternative haben, wenn sie in einer korrupten Diktatur leben. Oder in einem Staat, wo Sie sagen, wo geht diese Notenbankpolitik eigentlich hin? Dann ist das eine wirkliche Alternative für Sie. Und leider Gottes haben viele Menschen auch gelernt, wenn sie ihr Land verlassen wollen, dann ist es vielleicht besser, in so etwas zu sein, weil das habe ich nicht bei mir. Das ist ein trauriger Aspekt, aber ganz wichtig. Also ich glaube, Kryptowährungen haben eine Zukunft weltweit. Vielleicht weniger bei uns. Wir müssen jetzt nicht unsere Volkswirtschaft auf Bitcoin umstellen. Das ist nicht erforderlich. Aber wenn Sie im Iran, in Venezuela oder in anderen Ländern leben, dann ist das lebenswichtig. Aber das neue Gold ist es noch nicht. Nein, 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 nein. Also da ist ein Unterschied, auch von den Schwankungen, von der Volatilität her. Wir müssen zum Ende kommen, schon zum Ende kommen, Herr Weber-Sinke. Vielleicht eine ungewöhnliche Frage zum Schluss. Was wird im Börsenjahr 2022 definitiv nicht passieren aus Ihrer Sicht?
Also auf der Rentenseite kann ich mir nicht vorstellen, dass die ganze Zinsstrukturkurve der Bundesrepublik Deutschland in den positiven Bereich geht. Also positive Zinsen über alle Laufzeiten? Definitiv nein. Und auf der Aktienseite so eine Lufthansa auf All-Time-High? Da fehlt mir auch die Fantasie. Wir werden es sehen. Wir werden schlauer sein, wenn wir uns hoffentlich gesund und munter in einem Jahr zum Jahresabschluss Interview 2022 und Ausblick 2023 wiedersehen werden. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich, Herr Weber-Sinke, für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie. Herr Franek, vielen Dank.